Und ja, wie gesagt, eine Sache können wir noch sagen, demnächst wird auch irgendwann schnippchenweise unser Saunabild veröffentlicht werden, ne? Nur gegen Höchstgebot. Wollen wir das nicht für einen guten Zweck? Oh, hier. Das wollen wir das nicht versteigern beim Zweck verschaffen? Ja, das wäre natürlich. Also wir zeigen die erste Hälfte vom genau. Bild. Ist mein Vorschlag. Ja? Und die zweite Hälfte versteigern wir. Oder und derjenige, der das für einen guten Zweck ersteigert, darf selber entscheiden, ob er dieses Bild für sich für so einsame Stunden behält. Ohne dass ich das jetzt, euch ist bewusst, dass die Zielgruppe, dass wir, also unsere Paintball-Gemeinschaft, überwiegend aus Männern besteht. Ja. Ja, und? Schon mal. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Schwul und ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ja, okay. Ich sag mal, Hauptsache Mensch, ja? Ja, genau. Ja, also. Ja, war schön mit euch. Bis demnächst. Der Lars, der Butsch, fertig und der Bertel. Bis dann. Tschüss. Schon sind wir wieder online. Ja, Moment, jetzt müssen wir mal Bertel, kriegen wir jetzt in den Bertel hin. Genau. Gehe ich also, hier in die Mitte. Ich bin hier. So, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, super, super. Und so sind wir wieder da. Der Lars muss noch. Ja, warte mal, ich überlege gerade. Ja. Hey, wie sieht der Budget aus, so der Nachricht später? So, genau. 20 Uhr, willkommen, meine Damen und Herren, zur Tagesschau. Wackelt irgendwo ein Kabel vielleicht? Nee, ich weiß es nicht, aber seltsam irgendwie. Wie sieht's denn aus? Das Ding auf. Jawohl. 400? Okay. Lauf 2. Lauf 2. 380. Also, Ronny würde sagen, Umbau funktioniert. Umbau erfolgreich. Und 400 FPS, das sind, lass mich mal ganz kurz rechnen, 18, 19 Joule. Amtlich, würde ich sagen. Ja, so. Definitiv. Wir verpissen uns gleich wieder hier und ja, Ronny, hat Spaß gemacht. Pferde stehen und wohin die Flüsse gehen, weit darum, der Regen fällt. Wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor 1000 Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? Viele Fragen hat ein Kind. Okay, also Kamera läuft, du kannst dein Resümee starten. Ja, meine erste Spielrunde heute Freitag. Ich bin komplett im Arsch, wie ihr seht. Die Hose vom Lars, die Ops-Gear-Hose, mega. Ja, hat mich total überzeugt. Von Tragekomfort fast wie UF Pro, kann man sagen. Also ich habe nichts vermisst. Bin total begeistert, bin mit dem Butsch am Anfang richtig schön vorgerückt, aber ihr wisst, wie das ist, ne? So ein Plan, der funktioniert nur bis zum ersten Schuss und dann war Chaos. Ja, aber ich habe alles gegeben, ich habe noch, naja, ein paar Schuss habe ich noch und ansonsten bin ich komplett leer. Ich habe richtig Spaß gehabt und danke für den Rest fürs Video. Jo. Sonntagmorgen, ich wach auf und wir haben so ein Wetter, Sonne. Jetzt schon angenehme, naja, vielleicht 15 Grad. Ja, manchmal ist der Wettergott auch kein Paintballspieler. Ja, Bertel live, so wie er ist. Jetzt bin ich aufgerödelt, alles dabei. Aber jetzt sucht der Bert diese Players-Karte. Denn du brauchst nicht nur ein Armband, du brauchst irgendeine Players-Karte. Ohne der kann ich da nicht rot spielen, kann ich kein Paint kaufen und darf irgendwie aufs Spielfeld. Und jetzt bin ich zurück auf dem Rückweg zum Wohnmobil und suche die Scheißkarten. Aber die Hose hält. So viel schon mal vorab. Ach ja, wenn ich nicht so verpeilt wäre. Ja, hinter uns, wie ihr seht, da ist gerade die Welt of Pleitenpannen im Einsatz. Ihr werdet euch sicher denken, was arbeiten die den ganzen Tag? Naja, was soll ich sagen? Nix. Nur mehr. Nee, also wir arbeiten nur mit Profis. Ne? Also so amateurmäßig kann jeder, ne? Bei uns ist Profi angelagt. Ich bin ja gestern einmal so über das Spielfeld gefahren und die meiste Zeit ist irgendwer irgendwo rumgestanden, hat irgendwas bewacht und ich bin ungefähr dreimal durchsucht worden. War ganz lustig.
So, wir sind hochmotiviert bis in die Spitze. Gehen jetzt Kaffee trinken. Oh, Kaffee. Ja. Kaffee, gehen wir Kaffee trinken. Kaffee. Vom Flo, gehen wir Kaffee trinken. Dafür bitte. Sag mal, was ist mit dir passiert? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich glaube, die haben so viel Farbe über. Die wollen sie einfach nicht ausgelassen. Ja, ich habe gehört, die Farbe ist zu kalt. Und nachdem man sie nicht mehr spielen kann, haben sie sich eingeschmiert. Die langhaarige, blonde Sexrakete Moni, den riesigen, doppelten Gummischwanz umschnallt und damit ihre Freundin Karin rammelt. Kein Weg führt vorbei an der Porno-Perle, die mit dem roten Halsband. Hallo Natascha, hallo Monika. Na, wie war es gestern? Gestern warst du nur kurzhaarig und du dunkelhaarig. Wir waren leider nicht eingeladen. Nein. Wir sind auch nicht eingeladen? Ihr wart doch dort, ich habe euch doch gesehen. Du hast Nein gesagt. Ja, Natascha, Monika, gestern, naja, der Job war so, naja, wie soll ich jetzt sagen? Oh, das Hämmer. Ja, klar. Oh. Oh, was ist das? Fettes Brot! Fettes Brot! Nein! Oh yes, das können wir! Also, fettmäßig kenne ich es auch nicht. Nee, ja auch nicht. Egal. Ja, egal. Klingt gut. Hört sich gut an. Fettes Brot ist mir aber was fürs SBG. Ja. So, wenn man es uns leisten kann. Weißt du, ich denke mal, irgendwann 5000 Gäste, jeder 500 Euro, fettes Brot. Da war übrigens so ein Fernsehturm, wie ich mir vorstellen darf. Alter, was nimmst du denn für Drogen, ey? Ja, gut, ja, vielleicht. Ein Funkturm von der Telekom, ja, und? So ein Telekom-Funkturm ist genau das Richtige. Jetzt stell dich nicht so an. Ich will die. Ja, und? Hubschrauber. Ja, ich will auch einen Hubschrauber, verdammt. Alter, ich will das U-Boot, ich will das Flugzeug. Ja. Die Air Force One, ja, ich will nur damit reisen. Mann, geh halt nicht so ab. Gib die Kohle her und fertig. Nein! Da drüben übrigens gibt es Container. Oh. Ja, ein paar Container müssen wir da drin sein. Ach, Alter, komm jetzt. Zeig mal bitte aus, guck, ob meine Rücklichter gehen, bitte. Du, deine Rücklichter, die gehen nicht mehr. Die kannst du dir nicht mehr reparieren leisten. Immerhin habe ich da gerade 3000 Euro für Holz aus dem Ärmel geleiert. Alter, ja, vergiss die 1000 Euro für das Blech. Ach, die 1000 Euro fürs Blech noch. Sag ich, ich brauche ein paar kleine Holzhütten. Alter, nimmst du das auf? Oh. Ja, ich nehme es auf. Ich hab nicht gecheckt, dass ich es aufnehme. Hammut, so schaut's aus. Ich werde jetzt nur noch Auto. Soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein? Jein! Ja, hat's nicht geschnallt. Ja, danke nochmal, ne, für die 3.800 Euro für Holzhütten und für ein bisschen Blech. Und danke an den Bautrupp, ne, fürs Bauen. Ich kenne diesen Text nicht. Ist völlig egal. Das ist scheißegal. Die zweite Strophe von dem Lied, was man nicht kennt. Ja, so. Die nächste Strophe können wir schon wieder nicht, verdammte Scheiße. Wie sollen wir denn wir, unsere Fans, was singen, wenn wir die scheiß Mucke nicht kennen? Müssen wir was singen? Ja, natürlich müssen wir was singen, Hammut.